Moin YouTube, ich bin's wieder, euer NoahZ28. Neben mir steht der Lukas, der Genetic One. Und jawohl, wir sind gerade auf dem Parukabel-Festival und nehmen jetzt für euch eine Folge, wenn ich du wäre, auf. Mal gucken, wie bonus es wird. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Ich würde sagen, Video ab dafür. Let's go. Wenn ich du wäre, würde ich das Ding einmal runterdonnern. Was ist das? Eine Vierfachbombe. Meinst du, kriegst das runter? Wie viele Liter passen da rein insgesamt? 6 Liter. 6 Liter, mein lieber Scholli. Das heißt, pro Person wird hier 1,5 Liter gezogen. Dann ist unser Video schon zu Ende. Danke fürs Zuschauen. Raus. Blitzartig. Ja, sauber. Digga, das ist mir einfach reingeschossen, ohne runterzuschlucken. Ja. Wahnsinn, geiles Teil. So, mein Lieber, jetzt haben wir ja gerade die Bierbong gezogen. Im Hintergrund sind die Boys noch fleißig weiterhin am Ziehen. Und von hier aus konnten wir das nächste entdecken. Also Noah, wenn ich du wäre, würde ich an dieser Paruka Tombala teilnehmen. Ich will unbedingt, dass die Eins kommen, Pole Dance. Alles nur kein Pole Dance, da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Ja, was steht da alles drauf? Ja, guck mal. Das ist ja zehnmal schlimmer als die scheiß Bierbong. Was wäre die größte Niete? Es gibt keine Nieten. Es gibt keine Nieten, es gibt nur Gewinne. Er nimmt das Grüne. Grün. Hoffentlich treffe ich auch ins Grüne. Ich habe nichts zu sagen, die Nummer da drin hat nichts zu sagen. Okay. Die 113, was ist es? Free Hack. Oh, da hast du aber Glück gehabt. Der Mann freut sich gerade so innerlich, dass es nur die Free Hack geworden ist. Wenn ich du wäre, würde ich auch nochmal an der Tombola teilnehmen. Jetzt bitte die Niete. Es gibt keine Nieten. Na gut. Ich nehme Rot. Rot ist meine Lieblingsfarbe. 101. 101 ist... Booty Slam! Jawoll! Oh, stabil! Ich hab noch nie in meinem Leben so einen harten Booty-Slam. Hast du nicht gesehen? Mein Lieber! Wenn ich du wäre, würde ich jetzt hier drunter herlaufen. Ich setze das Ganze noch niedriger, weil ich mir einiges zu tun. Stark! Der Arme. Lukas, zeig nochmal deinen Rücken. Stark. Aber keine Sorge, ich hab nur eine Grasallergie. So, warte! Ja! Guckt euch mal Lukas an, die Trottel. Da kracht's ja völlig. Ich fühle mich wie der letzte Mensch. Du siehst aus wie der letzte Mensch. Ich bin mehr Maulwurf als Mensch. Maulwurf. Ist das verdammt nochmal geil. Mach mich geil. Ja. Oh ja, hier ungefähr ist ja am meisten. So, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich da hinten Revinzeit einen kräftigen Schmatzer auf die Backe geben. Willst du das? Nein, aber... Abfahrt. Hier, mein Lieber. Dass ich mich mit dir auf diese Scheiße einlasse. Ich hab geil. Einfach drauf. Oh, nämlich. Gutes Ding. Das oh, Junge, geil. Einen richtigen Schmatzer. Ja. Wir haben ein paar nette Herrschaften gefunden. Das sind die netten Herrschaften. Ich habe mich gewundert, warum die alle ein Bier an der Hand kleben haben. Es handelt sich hierbei um ein Trinkspiel, an dem du jetzt teilnimmst. Du nimmst hier zwei Bier und du musst dir die um deinen antapen. Ja. Und du darfst erst wieder loslassen, wenn du beide Biere leer hast. Einfach ein Liter Bier an die Hand kleben und abfahren. Wow. Lukas hat das Bier um. Wie scheiße ist das geklebt? Ich jetzt Tschüsschen! Prost, Jungs! Prost, Männer! Ich wünsche euch einen schönen Tag! Das ist ein Genuss! Bumsbar! Der letzte! Der letzte Bumsaufsticker! Der letzte für dich! Jawohl! Zusammen, bis die Sonne wieder lacht! Und dann sind wir wieder bumsbar! Wir sind ja mittlerweile hier bei den korrekten Jungs angelangt. Und wir haben ja gerade hier schon mal ein wenig Bier bekommen. Ich würde noch mal einen Schluck nehmen, tatsächlich. Nimm mal noch. Aber ich bin nicht den Arm. Wenn ich du wäre, würde ich dieses Bierkühlbad als Pool nutzen und mich da jetzt reinlegen. Einsetzen wird auch reichen, aber dann lege ich mich jetzt da halt rein. Der Captain springt von Bord. Komm, Baby, zieh dich aus. Alter, ist das dumm. Ich wünsche mir von dir noch einen coolen Spruch, bevor du das Ganze durchziehst. Okay, ich bin jetzt seit 2 Tagen auf dem Festival. Das ist meine erste Dusche in Anführungszeichen. Ich wünschte, das Ganze wäre gelogen, aber dieser Mann hat wirklich 2 Tage nicht geduscht. Das riecht man noch. Wir zählen alle Runden. Okay. Wende dich wie ein Aal. Wende dich, bitte. Oh. Oh, guck mal da, Digga. Habt ihr schon mal so einen schönen Arsch gesehen? Stabil, jawoll. Ey, zieh durch. Jawohl, sauber, Junge. Geil. Wenn ich du wäre, würde ich einmal den Schlauch austesten. Deinen oder den? Ja, den. Samba, Samba, die ganze Nacht.
Boah, die war schnell. Das ist meine Meinung. Wisst ihr, woher ich das gelernt habe? Von meinem Vater. Nee, lass schneid mal raus. Nee, Diggi. Noah, wenn ich du wäre, würden wir uns jetzt küssen. Na schön. Wenn ich du wäre, dann würde ich mich einfach nur einen Meter umdrehen und diese 80-fach Bong mit Sommersby ziehen. Was ist das denn? Das ist doch kein Bier. 3, 2, 1, Leute! 40, 60 Mischer Wodka. Ich glaub nicht. Ja. Dann schauen wir mal, was das nächste ist. Wenn ich du wäre, würde ich einmal diesen Dildo in den Mund nehmen. Junge, HDF. Einmal dran lecken, mit der Zunge, einmal kurz berühren. Spritz mal auf die Eiche. Spritz auf die Eiche. Ich bin noch ein bisschen sauber. Ah, Junge, du Hund! Ja. Mit dem Mund küssen. Wir toppen uns jetzt. Wie soll ich das denn noch toppen? Ich habe gerade einen 25 cm Penis geküsst. Noah, wenn ich du wäre, suche ich mir jetzt eine Person aus und genau auf diese Person setze ich einfach ohne Ankündigung auf den Schoß und fragst, ob ihr Hopper Hopper Reiter spielen könnt. Kann ich bei dir schlafen? Komm, zeig mir deine Trizeps. Ich möchte wenigstens, dass ihr jetzt Hopper Hopper Reiter spielt. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben, fressen in die Raben. Fällt er in den Sumpf, dann macht der Reiter Plums. Alter, Junge. Nein, meine Plums. Nein. Juhu. Ich hoffe, ich werde dieses Video sehen. Ich auch. Ich hoffe, wir werden dieses Video nie wiedersehen. Wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt auf die Stuhltan setzen, stellen, legen. Leg dich dahin. Geh mal runter. Okay. Was soll ich denn sagen? Drauf ist drauf, Gruppenbild. Wir sind ja bei den nächsten Leuten. Wenn ich du höre, leckst du den Nippel von ihm. Warum nicht dein? Das wäre ja langweilig. Ach Mann. Der rechte Nippel. Von mir aus gesehen oder von dir aus gesehen? Ist mir scheißegal. Einmal lecken. Okay. Oh. Spann mal durch, komm, wir wollen schweigen. Wieso bist du eigentlich in Unterhose unterwegs? Duschen, komm, wir spannen mal. Okay. Die Keule ist krasser. Noah, hol mal raus. Hol die Keule raus. Die Keule kommt. Nein! Nein! Du bist ein Schwanz! Ja! Jawohl, wir gehen rein! Bei der anderen Keule hätte ich gewonnen. Wenn ich du wäre, machst du jetzt mit ihm 10 Liegestütze. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl! Okay. Und jetzt um die Challenge nochmal. Jetzt noch Arm drücken. Ich haue dir in deine Fresse! Wir haben wieder, wenn ich du wäre. Lukas sitzt gerade im Zelt und versteckt sich schon. Guckt ihn euch an. Noah Z28 hat gekocht. Jägermeister-Shot mit Barbecue-Gewürz. Auf dich, mein Lieber. Bitteschön. 56 Kräuter plus noch mal ein paar Kräuter. Das sind jetzt noch 100 mehr Kräuter, oder? 100 Kräuter. Darf ich dir auch danach die Anzahl anpassend Schläge ins Gesicht geben? Na, schwierig. Okay, du musst einfach reinkippen, sonst wird er nichts. Ihr habt ja, warte, kurz Raffen. Ihr habt ja gerade ein paar Kräuter auf diesem Jägermeister gesehen. Auf dem Boden war fünfmal so viele Kräuter, die oben geschwommen sind. Keine Sorge, ich werde mich rächen. Wir bringen uns hier in diesem Video um. Kurzer Disclaimer, an sich ist das halt ein lustiges Video, aber Alkohol an sich ist ein absoluter Abfuck. Es ist ein Nervengift. Aber an sich wollten wir uns heute halt einfach eine lustige Challenge auf dem Farooka-Bild stellen und trinkt trotzdem bewusst. Es ist an sich eine Schwachsinnssache. Auf dem Festival macht man das mal, aber die nächsten 360 Tage sollte man auch einfach wieder vernünftig bleiben, sich ab und zu mal was gönnen. Genau.